Es hört man keinen Unterschied, ne? Nee. Wurde mir dann so gesagt, das fand ich dann sehr merkwürdig, tatsächlich. Aber, ist egal. Leo? Ja, bitte. Aufträge. Ich bin noch nicht da und es dauert noch 60 Meilen. Wow. Wir fahren nach Fresno, habe ich gerade beschlossen. Nee. What? Nee. Nee. Da hast du 5 Städte außenrum. Wo ist der Autoscooter? Leo, kannst du ja mal sagen? Noch eine Runde, dabei sein, dabei sein. Ey, tatsächlich muss ich mal die ganzen Effekte durchgehen, aber die waren eigentlich gar nicht so geil meistens. Okay. So billiges Zeugs. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja. Wir verlosen heute wieder. Ich muss das beim nächsten Gewinnspiel mache ich das. Muss nur daran denken. Dann werden wir so eine Rummelplatzmusik einspielen und dann geht das. Kannst du bei der nächsten Verlosung machen? Ja, genau. Beste. So. Ihr kommt wahrscheinlich wieder hochgefahren, ne? Ich hätte schon gesagt nach Fresno, aber Leo wollte nicht. Das war ja ein verrückter Typ, ey. Wahnsinn. Was denn? Der ist weggeballert? Nee, aber er wollte das, glaube ich. Ja, war das der blaue? Nee, nein, das war irgendein Gegenverkehr. Ja. Gegenverkehr, Mongo. Alter, was ist das für ein Radiosender, was ich hier anhabe? Was ist das denn hier? Krasser Scheiß. Wo fahre ich denn hier runter, ne? U-Dance Radio läuft. Auch runter müssen. Bugs im Radio. Geil. Kannst du da nicht auch Fracht transportieren, Jörgi? Nee, ne? Ne, mit dem Auto nicht. Okay. So, hab ich schon ausprobiert. Ja, das Quatschen können wir gerne nach dem TS machen, das ist kein Problem. Nach dem TS? Nach dem Stream, Entschuldigung. Wow, Werner. Ja? Kennst du das Wort Grammatik-Nazi? Nein. Okay. Gut. Oder nicht so gut? Ja. Fox, bist du noch da? Hallo. Okay. Kommst du mal unter den Tisch raus? Bitte? Kommst du mal unter den Tisch wieder raus? Ja. Ist es eigentlich so, dass es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Teile noch kommen für den ATS? Set-Erweiterungen? Ja, wenn ich mir die Karte so angucke, sind da 10 unterschiedliche oder abgeteilte Teile noch, die dunkel sind. Oh, das ist ein schönes Lied. Weiß ich nicht. Weil America ist ja ein bisschen größer als das, was wir hier haben. Ja klar, nee, da kommen wir über noch Erweiterung, aber... Ja, scheint... Bist du Salio? Ich bin gleich da, ja. Ich bin gleich am Einpark. Was sind denn externe Aufträge? Über das Internet und so, über World of Trucks. Wow, das ist jetzt nicht passiert, ne? Was denn? Hast du dich bei der Einfahrt kaputt gefahren? Ja. Bin mir auch gerade doof. Da kann ich jetzt auch nicht rückwärts fahren, aus mir unbekannten Gründen. Wieso kann ich nicht rückwärts fahren? Du hängst fest. Aber wo? Das ergibt keinen Sinn. Ja, beim Schranken. Ja, aber rückwärts fahren müsste doch gehen. Ja. Wow, einfach nur wow. Wow. Werner, wie fährst du eigentlich? Mit Meilen? Für ein Ding. Fährst du Meilen mit Meilen oder Kilometern? Kilometer. Okay. Mach das noch oldschool. Shit happens halt, ne? Bestfahrer ever? Weiß ich nicht, Markus. Dumm. Jo, wo fahren wir denn hin? Ja, ich gucke jetzt. Oh. Bin gerade angekommen. Ergebnis starten. Gute Arbeit, was? 1% Schaden? Sein. Das ist aber jetzt Quatsch, was die hier zeigen. Auftragsangebot, Frachtmarkt. Und zwar haben wir zur Auswahl Oka
Oakdale wollte ich schon sagen, unfassbar. Ja. In der Nähe davon ist Stockton, Oakland, San Francisco und Sacramento. Fresno ist tatsächlich auch da in der Nähe. Ja, dann... Oh. Hast du da was dahin? Moment mal. Ich hätte gerne mal so einen anderen Anhänger genommen. Oh, nee. Ja, ich fahr Fresno. Alles klar. Wartest du dann in Phoenix? Ja. Ich fahr auch nach Fresno. Ja, hast du ja nicht weit wahrscheinlich, ne? Er ist nicht so weit. Wollte mir echt mal einen anderen LKW kaufen. Ich fahre jetzt immer noch diesen Kenworth, ne? Ich fahre den auch, der ist geil. Gibt's da nicht doch was anderes? Weil ich habe bei Tom von 7YouTube gesehen, der fährt was anderes mittlerweile. Ja, ist ein Mod. Ah, ist ein Mod, okay. Nee, das ist, Obwohl, welchen Kenworth fährst du? Den großen? Den 900er, glaube ich, ist das. So, ne, ich fahr den kleinen. Ich finde den kleinen eigentlich ganz gut. Findest du den süß? Der ist süß, ja. Okay. Ohne Witz, ne? Ab und zu. Was denn? Jo. Hast du diverse Probleme? Nein, ich habe keine Probleme. Ich wundere mich nur ab und zu über diesen großartigen. Muss ich jetzt hier links? Ja. Oh, ich habe einen Vierachs-Anhänger. Geil. Also, ich fahre jetzt mit 7 Achsen rum. Nice. Da wird richtig wieder direkt dann abgehen, glaube ich. Wie kann ich das Rundumlicht hinten anmachen? Geht automatisch an. Nein. Doch. Nein. Position 1. Bei mir ging das von automatisch an. Das war gelogen, Jörg, das ist nicht nett. Hä? LS ist das. Bei mir. Hast du das vielleicht dann geändert? Nein. Nein, ich meine den Jörg, dass es bei dir Position 1 ist. Weil im LS ist das ja auch Position Kann 1 sein, quasi. Dass ich das so ähnlich habe wie auf LS, ja. Wow. Auf geht's, drei Tage warten. Ja, wir müssen uns. Was? Retarder aktiviert? Lass den Blödsinn. Oh, der lenkt mit, glaube ich. Oh, scheiße, ich muss tanken. Nice. In Neuss? Gewitter? Gewitter? Da war ich nicht. Weiß irgendjemand von den Zuschauern, wie ich bei dem mega langen Anhänger die Rundumleuchte hinten anmache? Das wäre sehr nett, wenn man das jemand in die Kommentare schreiben würde. Ist ja nicht so, dass ich gerade gesagt habe, dass es automatisch angeht. Aber geht nicht. Allgemein die Runde umleuchten anmachen. Also auch für den Truck. Ah, Moment mal. Boxer, da sagst du was. Oh, der Leo muss tanken. Sie, danken, sie. Hat er dich angekündigt, der Leo? Eieiei. Jetzt ist sie an. Dankeschön, Boxer. Immer wieder gerne. Das ist gelogen. Voll und Knallgasch. Position 2 ist auch gut. Alter 4, Tizi. Das ist ja old. Das ist schon älter. Nikolas lacht immer noch drüber, aber das wäre ein Chat. Das sind Live-Kommentare. Du musst das so sehen, Sauerland-Typ. Achso, ich muss warten, hast du gesagt, ne? Moment mal. Wo soll ich denn warten, Leo? In Phoenix, irgendwo da. Oh. Oh, Nikolas. Panda. Alles klar. Panda. Was fährt denn der nicht für ein Kfz? Das ist auch ein Kenworth, aber der ist nice. Müsste gleich rechts abbiegen, Jörgi. Ich habe eine Frage. Kann ich während des Auftrags den LKW tauschen? Nein, guck nicht. Motti. No! No! Oh, das wäre fast in die Hose gegangen, das ist die falsche Auffahrt. Wer baut so eine Scheiße hier? SCS-Software. Oh, Unverschämtheit.
Er geht aber gar nicht hier. Oh mein Gott, ich muss unbedingt den Gedöns ausmachen, ne? Tizian, du bist ja jetzt auch im Netzwerk innen drin, ne? Du kannst jetzt diese Epidemic-Musikgeschichte auch verwenden. Ist er jetzt auch innen drin? Er ist auch innen drin. Hat er was unten? Ah, okay. Mit welchem? Auch das gleiche wie wir, nur andere Abteilung quasi. So wie ich das verstanden habe. Auch bei BTV. Wow. Aber halt IGN oder TGN oder irgendwie sowas. IGN. Ja. Ja, und wir sind. Das verstehe ich noch nicht, das System. Irgendwie. Dankeschön, Lenny, dankeschön. Innen drin. Beste, innen drin. Mittendrin steht nur dabei, sagt er? Ja. TGN, ja. Ich bin jetzt in Phoenix. Wie heißt das? Phoenix? Ja, ne? Ja. Phoenix. Wow, ich habe mir direkt an der neuen Garage 4% Schaden geholt. Mutti! Wow. Benner, warum sagst du eigentlich immer... Das nicht. Hat gerade echt gepasst. Weiß ich nicht. Richtig gut, das ey. Beste. Das liegt an seiner Kindheit. Was für eine Kindheit. Nur einmal aufrüsten? Das ist ja lame. Wie lange geht der Stream noch? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Solange wie wir Spaß haben, würde ich sagen. Da wir zum Morgen nichts aufnehmen müssen, ist das alles safe. Naja. Was denn? Hm? Was? Was denn? Micmap ist zum Morgen fertig. Wow, Leo. Kommt ja nur Micmap morgen, ne? Bei mir schon. Das ist schön. Ja, du bist selbst schuld. Oh mein Gott. Ich habe jetzt an der Garage 6% Schaden geholt. Wow. Wo will mir einer vielleicht sagen, ob wir nicht schon in der Nähe von Phoenix sind? Ich glaube nämlich, wir fahren da gerade vorbei. Ja, ne, ich fahre gerade an dir vorbei. Nein, da ist kein grüner Punkt. Nein. Ich bin gerade in Phoenix. Ja, ist ja nicht so. 7%. Alter, was ist hier los? Leo, die nächste ein bisschen runter. Jo. Ja, guten Tag. Was ist guten Tag? Ich hab den Sören guten Tag gesagt. Achso. Oh, hier flattert schon wieder irgendwas rum. Aber es sieht vergleichsweise klein aus, also ist kein Problem. Kann ich essen, sagst du, okay. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ab und zu fliegen hier so mutierte Bienen rein. Gefühlt 10 cm groß. Wär nimmst voll... du die von der Arbeit mit nach Hause? Oder nee. Also, da ist schon echt richtig... ja. Werner, kommst du jetzt auf die Autobahn 10 drauf? Wir fahren los. Jetzt soll ich... Oh mein Gott. Schaffen wir bis morgen früh um 8 durch den Stream? Nein. Dann übernimmt Tizian. Läuft bei dir da draußen? Was denn? Hört man das nicht? Deine Freundin wieder Kuchen backen oder was? Nein. Ich glaube, sie guckt irgendwas Witziges, weil sie ist am Lachen. Nein. Doch, tatsächlich. Was? Gibt das auch. Oh, nee. Oder doch, ich sag's jetzt. Ja, komm, sag. Ja, darf ich? Ja, bitte. Achtung, der kommt noch. Vielleicht hat sie den Stream geschaut und dich gesehen. Hä? Ist ja nicht so, dass sie mich jeden Tag ja, eben. 24 Stunden anschauen muss. Macht ja keinen Sinn, ne? Aber der. Bald muss. Ja, sie kann sich das nicht aussuchen. Sie kann sich das nicht aussuchen. Nee, ich sag jetzt nichts. Nee, kann sie nicht aussuchen. Kommst du jetzt auf die Bahn drauf oder bist du immer noch in der Garage beschäftigt? Fahrt weiter, einfach weiter. Ich fahr bei Ehrenberg vorbei, ne? Ja, ich schlag den Hänger jetzt hoch und dann... Boah, ja, okay. Du siehst mich gleich. Ich komm gleich von links runtergeflogen. Ja, ich fahr mal einfach weiter. Kann deine Freundin kurz spielen? nee. Hi, Vienna. Hallo. Und hau mal den Jörgi direkt weg, ne? Das sind wir jetzt quitt, Jörgi, ne? Unfassbar, ey. Guckt sie auch mal den Stream zu? Jetzt mal ehrlich. Bei den größeren, ja.
Ich weiß auch, letztes Mal, wo wir diesen 10.000 Abonnenten-Special